Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Annabelle. Sie schläft irgendwie mittlerweile ganz schön lange, ne? Es ist 9 Uhr, sie ist immer noch nicht ganz ausgeschlafen. Wäre natürlich schon ganz gut, wenn wir irgendwie ein bisschen früher aufstehen könnten mit ihr. Eigentlich stelle ich mir Annabelle auch als ein Sim vor, dass sie sehr früh aufsteht, aber dass sie auch sehr lang arbeitet. Also vielleicht könnten wir irgendwie dafür sorgen, dass unser Bett ein bisschen verbessert wird, sodass wir nicht so lange schlafen müssen. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ein Freund hat gehört, wie toll du bist und möchte dich gerne kennenlernen. Ja, okay, das können wir eigentlich machen. Und wir haben hier wieder eine Option, an einer Werbekampagne teilzunehmen für den Kabelkanal TV-Dinner. Entweder wir machen ein Video zum Thema Kochen oder wir verwenden irgendeine Videostation. Aber ich würde eigentlich sagen, dass wir einfach ein Video aufnehmen. Und wir wurden befördert. Sehr schön. 4000 Simoleons. Wow, wir könnten unser Dingens auf jeden Fall nochmal ausbessern. Unseren Laden. Wir müssen, oh mein Gott, wir müssen jetzt Level 8 der Schreibfähigkeit erreichen. Wir gehen immer weiter. Wir kommen immer weiter. Also wir sind immer weiter zurück von unserer eigentlichen Fähigkeit, die wir haben müssten. Und wir sollen uns bei einer Bar, Club oder Lounge anmelden. Besuche einen dieser Vergnügungsorte, um dir anzusehen, wie die Leute gekleidet sind. Hey, dieses Mal steht da tatsächlich auch mal eine ordentliche Beschreibung dabei, dass man weiß, was man da machen soll. Das ist doch cool. Okay, unser Tantiemenbericht haben wir auch. Wir sind jetzt eine Modeberaterin. Yay. Sehr, sehr gut. Steht da auch irgendwie eine Beschreibung dabei? Deine Aufgabe steht da? Nö, steht da eigentlich nicht wirklich. Die beste Modeberaterin sogar. So, 10 Uhr würde ich sagen, stehen wir mal auf, meine Liebe. Können hier nochmal ein bisschen in der Dusche singen. Sehen wir schon Leute mit unserem Outfit rumlaufen eigentlich? Nö, nicht wirklich. Bin gespannt, ob hier irgendwann mal Leute mit unserem coolen Trend rumlaufen. Und danach würde ich eigentlich sagen, gehen wir mal hier hin und dann. Wo ist unsere Drohne? Genau. Können wir hier mal eine Aufnahme starten? Und was kochen wir denn da Schönes? Eigentlich wäre ein Gourmet-Menü sehr gut, oder? Vielleicht ein Caprese-Salat? Für das Video. Das Problem ist nur, wenn wir das nicht gut können, ne? Dann ist das natürlich kein besonders gutes Video. Was wäre denn sonst schön? Es ist Mittag. Vielleicht eine Quiche? Ich bin aktuell so ein Quiche-Fan. Oder Pfannkuchen? Ich bin für arme Ritter vielleicht. Vielleicht machen wir arme Ritter. Das sollten wir noch eher hinkriegen als das andere. Das wäre vielleicht ganz gut. Magst du vielleicht dich auch noch mal umziehen vorher? Das hier finde ich eigentlich sieht ganz gemütlich aus. Und dann machen wir noch mal das mit dem armen Ritter. Mit den armen Ritter. Haben wir eigentlich noch Essen im Kühlschrank? Nee, ne? Wir haben gar nichts mehr im Kühlschrank. So, dann, ja, wäre das doch mal ganz gut, hier ein schönes Video zu machen. Die Drohne steht ein bisschen, hängt ein bisschen weit hinten, aber es ist okay. Hauptsache, es wird ein gutes Video dann. Hauptsache, das Essen ist dann auch gut, ne? Weil wenn das Essen nicht gut wird, wenn wir was gezeigt haben und das Essen schmeckt dann nicht mal wirklich. Das ist natürlich auch eher ungünstig. So, dann können wir eigentlich auch die Aufnahme beenden, weil das war's. Hausmannskostvideo. Die perfekten Ritter für jeder. Für jede. Oder für alle. Meine Tricks, damit eure armen Ritter immer gelingen. Wir machen teilweise komische Videos. Okay, dann kannst du hier mal ein Gericht nehmen. Es dauert halt auch meistens nicht besonders lang, Essen zu kochen, ne? Yay, du und Daniel seid gute Freunde. Echt? Wir sind jetzt gute Freunde geworden. Und mit Elliot sind wir auch befreundet. Krass, wie haben wir das denn hinbekommen? Wir haben ja kaum irgendwie wirklich Gespräche geführt mit den beiden. Okay. Okay, warum nicht? Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Solange wir irgendwie gute Beziehungen haben zu unserer Familie, ist das immer was Schönes. Dann kannst du das auch weglegen.
Dann können wir mal die Videos übertragen. Oh, du bist leider ein bisschen spät jetzt, meine Liebe, Akira. Danach können wir das auch mal im Inventar platzieren. Und dann würde ich vielleicht mal das Video noch ein bisschen bearbeiten. Genau, Video bearbeiten. Ich finde es so schön, wenn das nicht einfach die ganze Zeit weggehen würde. Also wenn das Inventar sich hier nicht immer wieder schließen würde. Und dann sollten wir es einfach direkt hochladen, weil das ist ja sowieso unsere Aufgabe. Egal, ob es jetzt Trend ist oder nicht. Video hochladen, dann können wir auch noch mal. Nee, das passt dann eigentlich. Sehr schön. Dieses Material ist einfach spitze. Sehr schön. Das wird irgendwie auch jedes Mal gesagt. Also. Warte, wir fügen jetzt erst Übergänge hinzu. Mädel, das Video ist schon hochgeladen. Stimmt, wir hätten es noch nicht mal bearbeiten müssen, ne? Okay, dann würde ich eigentlich. Wir müssen uns in einem Club oder einer Bar oder einer Lounge anmelden. Ich wollte allerdings heute ein bisschen Zeit mit unserem Freund verbringen wieder. Mit Liam. Ich wollte nur halt nicht nochmal essen gehen mit ihm direkt, wenn wir das schon beim letzten Date gemacht haben. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte jemanden um eine Verabredung bitten. Haben wir die Option hier nicht? Warum können wir niemanden um eine Verabredung bitten? Okay. Dann gehen wir einfach mal so zu dem Ort und können dann da vielleicht das Date starten, wenn das so klappt. Ich müsste doch eigentlich in Windenburg noch mein Wellness-Center rumstehen haben, oder? Ja, sehr gut. Und dann gehen wir da mit unserem Freund zusammen hin, mit Liam. Und haben da dann halt ein Wellness-Date. Können uns da so ein bisschen es gut gehen lassen. Ich dachte auch vielleicht an einen Yogakurs, den wir zusammen machen können und uns massieren lassen, vielleicht ein bisschen in den Whirlpool, in die Sauna. Klingt nach einem sehr entspannten und sehr schönen Date. Und ja, passt auch, finde ich, zu Annabelle. Ich meine, wir haben jetzt eh schon mit der Wellness-Fähigkeit so ein bisschen angefangen, die so ein bisschen kennenzulernen. So, und dann fragen wir ihn direkt mal um ein Date. Oder hier als erstes vielleicht mal sanft küssen, so zur Begrüßung. Und dann können wir ihn mal um eine Verabredung bitten. In 30 Minuten beginnt ein Yogakurs. Genau, vielleicht lass uns den doch als erstes machen. Oh. Okay. So, und ich würde halt eigentlich direkt hier bleiben. Moment, hier. Nein! Wie? Wir können da kein Date haben. Okay, dann haben wir kein tatsächliches Date. Dann sind wir einfach nur so hier. Das finde ich frech. Das finde ich frech. Dann lass uns mal hier einen Bademantel anziehen. So. Genau. Müsste er heute nicht sogar eigentlich arbeiten? Naja. Vielleicht hat er einfach früher frei heute. Ich meine, es ist Freitag vielleicht. Wohl gerade Freitag eigentlich, ne? Können wir mal hier hingehen, bitte? Und uns hier einen Bademantel anziehen? Können wir uns hier einen Bademantel anziehen? Okay. Und dann vielleicht nochmal auf Toilette gehen, weil du ja scheinbar auch musst. Das wäre gut. Und, oh, wir wollten ja eigentlich an dem Yogakurs teilnehmen, ne? Oh. Vielleicht können wir uns mal irgendwie hier massieren lassen. Oder wir gehen wir als erstes in die Sauna. Ich würde eigentlich als erstes uns massieren lassen. Können wir irgendwie dafür sorgen, dass sich Liam auch massieren lässt? Eine Massage erhalten. Eine Tiefenmassage? Ich bin eigentlich für eine Steinmassage. Vielleicht von Arihi. Und ich sollte eigentlich mal mit dem MC Command Center, habe ich vor kurzem erst rausgefunden, dass man hier auch auf MC Kontrolle gehen kann. Und dann kann man hier mit den Sims, die so da sind, Interaktion machen. Wenn wir jetzt hier, das ist ja scheinbar auch eine Masseuse oder eine Masseurin. Guck mal, da können wir hier eine Massage erhalten, anklicken. Das wäre natürlich eine Sache. Es ist nur die Frage, oh, sie geht wahrscheinlich, er geht dann wahrscheinlich hierhin, was? Oh, das ist natürlich schade. Ja, weil er geht gerade dahin. Oh. Hallo?
Was passiert hier? Was ist mit Mirko Paulus los? Okay, können wir vielleicht... Moment. Wir können doch bestimmt hier eine Massage erhalten. Eine Steinmassage von ihr. Und dann kann... Wo ist Liam hin? Wo ist Liam hin? Ah, da. Dann kann er vielleicht nochmal Kontrolle... Dann können wir vielleicht von Mirko eine Massage erhalten. Vielleicht klappt das dann. Und zwar eine... Warum hat er so viel mehr Auswahloptionen als wir? Das finde ich frech. Eine Lavendel-Aromatherapie-Massage. Das klingt gut. Genau, dann werden wir hier massiert und dann sollte er doch eigentlich da drüben massiert werden, oder nicht? Ich denke schon. Ja, dann haben wir eine Paar-Massage. Yay! Oder? Klappt das? Liam? Mann, ich will, dass er eine Massage kriegt. Mirko, eine Massage erhalten. Machen wir mal eine Tiefenmassage einfach. Komm. Kriegen wir das hin? Ja. Dafür hat man Mods, Leute. Für sowas. Damit man eine Paarmassage haben kann. Ja, genau dafür ist das hier ja gedacht, dass wir, also dieser Raum hier, weil ich habe das Grundstück ja selber gebaut. Genau dafür ist das gedacht, dass man hier eine Paarmassage haben kann. Oh, und er geht einfach wieder. Toll. Aber hey, ich hatte ein schönes Bild. Okay, er fängt jetzt nochmal an. Kannst du weggehen, Ernele? Zum Gehen zwingen. Wo ist denn hier Ernele? Danke. Du versaust meine Screenshots. Geh weg. Oh Gott, wie das aussieht. Sehr gut. Da hat einer aber ein bisschen eine anstrengendere Massage hier als unsere liebe Annabelle. Die hat hier eine entspannende Steinmassage. Bei ihm ist es wahrscheinlich ein bisschen kräftiger. Aber wir haben jetzt auch schon den zweiten Yogakurs verpasst. Da wäre ich jetzt eigentlich auch noch gern hingegangen. Aber wir sind ja hier beschäftigt. Naja, das ist schon okay. Ah ja, wenn wir uns auch noch so entspannte Musik vorstellen, haben wir hier eigentlich auch noch eine Musikanlage in dem Raum? Nee, haben wir nicht. Könnte man sich ja eigentlich auch noch vorstellen. Und hier ist halt auch nochmal so für eine Einzelmassage ein Raum. Ja. Aber finde ich ja ganz cool. So. Also wir können jetzt... Nee, der nächste Yogakurs ist auch schon in vollem Gange. Schade. Aber vielleicht können wir nach der Massage dann einmal kurz in die Sauna gehen. Hier zusammen entspannen. Okay, wir haben jetzt also Kontakt zu einer Person geschlossen. Hier, Jamal, der gern mit uns anfreunden würde. Das ist gut zu wissen. Okay, er ist hier noch ein bisschen mit der Massage beschäftigt. Das kann er ja, das dauert noch ein bisschen. Du kannst hier währenddessen schon mal ein bisschen... wir könnten hier natürlich auch um eine Handmassage bitten. Silas. Ich wäre das ganz cool, bis hier unser Freund nach unten kommt und mit uns in die Sauna geht. Wäre das doch eigentlich ganz nett. Oh, jetzt ist er schon da. Schade. Es funktioniert hier irgendwie alles nicht so gut. Genau. Dann gib uns doch mal hier noch so eine kleine Handmassage. Okay. Interessant. Ich hatte noch nie eine Handmassage. Auch interessant. Und da der Brunnen, der ist auch cool. Okay, hier ist die Sauna auch im vollen Gange. Alles klar, da sind schon eine Menge Sims. Wir können auch in den Whirlpool gehen eigentlich. Was ist hier mit dir? Energieabfall? Ach so, weil du eine Nachtschicht eingelegt hast. Alles klar. Kriegst du davon dann noch irgendein Moodlet? Ja, oder? Ja, Fabelhanfte Massage, okay. Genau, dann geht ihr vielleicht noch mal ein bisschen in den Whirlpool hier. Dann könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen knuddeln und so. Genau, ein bisschen knuddeln. Ein bisschen küssen. Hey! So war das nicht geplant. Junge, zusammen hierhin bewegen. Komm hierher. Nicht angehen, dass du hier einfach... Dass du hier einfach weggehst. Wir wollten mit dir knuddeln und alles. Ja.
Deswegen sind wir doch hierher gekommen. Damit wir hier so ein bisschen zusammen Zeit verbringen können. Bis der einfach weggeht. Und nochmal ein Yogakurs. Okay, lass uns wenigstens an dem mal teilnehmen. Können wir da zusammen dran teilnehmen? Ah, oh, nee, wir können nur alleine dran teilnehmen. Aber ich würd gern noch mal dran teilnehmen irgendwie. So, war jetzt aber auch genug geknutscht. Wollte ja eh nicht. Ich möchte jetzt mal an dem Yogakurs teilnehmen. Das ist mir wichtig. So, okay. Und dann müssen wir immer noch in den Club gehen und uns da mal kurz anmelden und alles. Aber das machen wir nachher einfach. Finde ich cool. Ja, ich nutze viel zu selten die Wellness-Sachen, aber eigentlich sind sie richtig cool. Aber sie sind halt, es sind halt nicht so Sachen, wo man wirklich so zielgerichtet ist. Was natürlich auch ganz schön ist, weil Wellness soll ja gar nicht zielgerichtet sein. Es soll ja eben entspannend sein und eine Auszeit von allem. So ein bisschen Berieselung. Passt eigentlich ganz gut hierher. Oh ja. Klingt sehr passend. Mhm. Er macht schon eine komplett andere Übung. Und sie stehen hier halt einfach nur so rum. Sehr gut. Oh, sie weiß nicht. Sie macht nur. Sie hat aber auch irgendwie gar kein Oberteil an. Ich weiß nicht, so knapp bekleidet würde ich nicht zum Yoga gehen. Ich würde eher so zum Yoga gehen wie da der Sim vorne. Mit dem Pulli und der Jogginghose. Das wär mein Yoga-Outfit. Eindeutig. Oh, okay. Ah, hier, da ist jemand aber talentiert. Weil das wäre auch eine Übung, die ich nicht hinbekommen hätte. Aber ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, auch Annabelle ist da noch gar nicht so gut drin. Man erkennt da wirklich schon deutliche Unterschiede. Das finde ich cool. Genau. Und ja, dann wie gesagt, noch einmal kurz dahin gehen. Was ist hier eigentlich? Warum bist du kokett? Ah, wegen Vorfreude auf einen romantischen Feiertag. Ja, wir haben ja auch bald Liebestag. Ist das nicht morgen? Ja, aber den werden wir nicht wirklich feiern. Stellen wir uns einfach vor, dass wir vielleicht morgen mit Liam noch irgendwie auf ein richtiges Date gehen. Aber ich werde jetzt irgendwie noch den Yogakurs beenden und dann auch noch mal kurz in eine Bar gehen, einfach um unseren Job zu erledigen, weil ich das ganz nett finde. Und ja, wo wollen wir denn da am besten hingehen? Ich würde dann jetzt gar nicht mal so weit weggehen. Ich meine, wir sind quasi hier. Stellen wir uns einfach vor, dass wir nur wirklich darüber laufen. Das ist ja kein Problem. Gehen da einmal kurz hin, holen uns vielleicht einen Drink und quatschen mit ein, zwei Sims. Und das sollte ja eigentlich passen. Dann sollten wir eigentlich alles erledigt haben, was wir erledigen sollen für den Job. Und ja, es macht immer wieder Spaß mit Annabelle, finde ich. Macht immer wieder sehr viel Spaß. Dann solltest du hier dich allerdings nochmal ein bisschen umziehen. Hier auf dein Party-Outfit. Und dann lass mal hier an der Bar ein Getränk bestellen. Was wäre denn ein schönes Getränk? Dim and Gusty vielleicht. Genau. Gehst du denn ganz hin? Einmal drumherum? Okay. Genau, dann bestell du dir mal einen Drink. Und dann können wir vielleicht auch nach unten gehen und mit ein, zwei Sims noch quatschen. Wer hat denn hier so... ich würde wegen Outfits... Hat sie unser Outfit an, Rico? Oh mein Gott, Rico hat unser Outfit an. Irgendwie da sehen, wirken die Schuhe gar nicht so passend, ne? Aber Rico hat unser Outfit an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben den ersten mit unserem Trend gefunden. Robin hat auch ein cooles Outfit an, auf jeden Fall. Oh, aber jemand hat unser Outfit an. Das freut mich voll. Das ist cool. Ja, dann lass uns doch mal da runtergehen. Dann lass uns ja vielleicht mal hier mit den Sims mit den coolen Outfits quatschen. Können mal ein Kompliment über den Stil machen. Wir können auch schon Sims umstylen. Oh mein Gott. Wir können Sims umstylen. Ja. Oh mein Gott. So, ich wollte ja auch noch ein Kompliment für den Stil machen. Hallo, können wir vielleicht mal mit ihr quatschen? Das hat jetzt schon dreimal abgebrochen. Mal ein bisschen über Mode reden. Dann, wen haben wir denn noch so hier?
Siona hat auch ein interessantes Outfit auf jeden Fall. Ja, ich würde super gerne mal mit ihr quatschen. Ich meine, Rico hat... Ja, okay. Sehr gut. Wir haben auch schon hier angemeldet und alles. Oh mein Gott, Leute, wir können Sims umstylen. Wen auch immer wir in Zukunft sehen mit Annabelle, der kein gutes Outfit trägt, wir können Sims umstylen. Ich meine, ich kann auch einfach so in Create a Sim gehen und sie umstylen, aber hallo, wenn wir davon, weiß ich nicht, kriegen wir dafür Geld oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es eigentlich gerne mal ausprobieren. Wir können ja hier mal Anissa. Anissa bieten. Wir kriegen dafür Ruhm. Ja. Dann würde ich gerne mal Anissa anbieten, um sie umzustylen. Das ist ja eine Freundin von Danielle. Ist also schon eine Erwachsene. Keine Ahnung, in den 40ern vielleicht. Hallo, warum bricht das immer die Interaktion ab? Komm, lass sie mal umstylen. Das würde ich sehr, sehr gerne noch sehen, so zum Ende der Folge. Und danach kriege ich sie auch wieder nach Hause. Schlafen. Bin ich mal gespannt. Was machen wir denn jetzt? Okay. Jetzt tun wir so, als wäre sie eine Wand und wir suchen die perfekte Farbe aus. Okay. Noch nicht. Ja. Das ist ein sehr, sehr unpassender Ort dafür, um jetzt hier die Wandfarbe rauszuholen. Das können wir dann vielleicht auch in unserem Laden noch ein bisschen mehr machen. Oh, dann haben wir so einen richtigen, dann ist das ja nicht nur, das ist ja nicht nur so ein Modeladen, also so ein Kleidungsgeschäft, sondern dann ist es ja so ein richtiger Salon, wo man seine Haare umgeändert bekommen kann, Make-up, richtig neuen Look und Style und oh, da freue ich mich schon so richtig drauf. So, wollen wir alles umändern? Ich glaube ja, Anissa hat jetzt nicht unbedingt den besten Stil. Oh mein Gott, aber sie hat 3 Outfits. Ich glaube, das hat sie bei uns mal gekauft, was? Das sieht aus nach einem Outfit von uns. Obwohl, die Schuhe passen nicht wirklich, meine Liebe. Die Schuhe passen nicht. Ja, ich werd ihr einfach mal ein paar neue Looks verpassen. Okay, also, ja, ich bin begeistert davon, wie Anissa jetzt aussieht. Sie hat eine andere Frisur. Ich finde irgendwie ihre ursprüngliche Frisur, die sah ein bisschen sehr langweilig aus mit diesen langen Haaren. Ich bin sowieso mittlerweile eher ein Fan von kürzeren Haaren. Ja, und sie hat ein sehr cooles Alltagsoutfit jetzt bekommen, was mir ganz gut gefällt. Ich habe auch versucht, so ein bisschen darauf zu achten, dass sie jetzt nicht mehr irgendwie in den 20ern ist. Dann, das ist ihr Abendoutfit, was ganz schick ist, mit diesem Kleid, was ich sehr gern mag. Dann ihr Sportoutfit, ein bisschen auffälliger in Rot. Dann hier ihr Schlafoutfit. Ich kombiniere gern dieses lange Hemd mit so einer Leggings. Das habe ich auch bei jemand anderem mal gesehen und fand das eine ganz coole Idee. Dann hier ihr Party-Outfit, das gefällt mir richtig gut mit dem Kleid, mit dem Oberteil und mit diesen coolen Strumpfhosen und Stiefeln dazu. Auch immer passendes Make-up dazu, hier mit Rot. Dann hier ihre Badekleidung, sie schien irgendwie nicht so ein Fan von Bikinis zu sein, deswegen habe ich ihr hier auch wieder was Längeres gegeben mit einer Hose. Und dann hier ihre Kleidung für heiße Tage, die sieht ganz nett aus, wie ich finde. Und dann hier noch das Outfit für kalte Tage. Und ich denke mal, dass das nicht nur für Annabelle ganz praktisch ist, das gemacht zu haben, sondern das wird auch Danielle gut tun, wenn sie mit ihren Freundinnen mal wieder unterwegs ist und Anissa ein bisschen besser rumläuft. Weil sie hatte sehr, sehr eigenartige Outfits. Ja, wir haben wirklich uns allen hier einen guten Dienst geleistet damit. Und ich kann mir vorstellen, so vielleicht irgendwie jede Folge oder immer mal wieder mit Annabelle, wenn wir vor allem auch unterwegs sind, wenn wir da irgendwie jemanden sehen, mal jemanden umstylen. Ich würde das eigentlich gerne weiterhin auf die Art und Weise machen, also dass ich den Sim umstyle und wir dann einfach nur uns das Ergebnis anschauen. Passiert hier mit Abscheu reagieren, okay. Haben wir denn jetzt auch ein bisschen Ruhm davon bekommen? Auf jeden Fall können wir mal ein Kompliment über ihren Stil machen. Ich meine, oh, guck mal, wie viel besser Anissa jetzt aussieht. Oh, das Outfit gefällt mir so gut. Und generell, wie sie aussieht. Ich finde es richtig cool. Ja, dann würde ich sie jetzt aber auch nach Hause schicken. Wir beenden die Folge hier an der Stelle und das nächste Mal, wie es schon öfters erwähnt, würde ich gern mit Philipp weitermachen, mit ihrem kleinen Bruder. Warum sind wir jetzt irgendwie so allerbeste Freunde mit Anissa? Okay. Ja, schauen wir da einfach das nächste Mal vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Ciao!